Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Session FTL und ich habe diese Session jetzt schon dreimal aufgenommen und ich übertreibe nicht, weil einmal bin ich aus der Stadt auf Enter auf meine Aufnahmetasche gekommen und ihr könnt ja mal raten, was passiert, wenn man in der Aufnahme die Aufnahmetasche klickt, genau, die Aufnahme bricht ab und ich, Idiot, merke es natürlich erst eine halbe Stunde später. Und beim ersten Mal habe ich einfach gefailt, da war ich schon in der ersten Folge hinüber, da habe ich gedacht, das tue ich euch nicht an, aber jetzt dann, nehme ich die Session eben nochmal auf. Jetzt muss ich alles so sagen, was ich schon mal gesagt habe. Also, falls ich irgendwas doppelt sage oder irgendwas vergesse, das bemerkt ihr zwar dann nicht, aber vielleicht stand irgendwas unlogisch, dann nehmt es mir nicht übel. Ich habe das Ganze, wie erwähnt, schon dreimal aufgenommen. Ja, auf jeden Fall, wir nennen unser Schiff erstmal USS LPWG, wobei das P klein muss, ganz wichtig. Das habe ich so eingeführt und das wird auch so übernommen. Den Anführer nennen wir natürlich nicht Y-Shing, sondern Heiko. Ist ja logisch. Dann einfach nur, weil es Tradition hat, nehmen wir hier noch den Flemmy. So, und jetzt muss ich aufpassen, weil letztes Mal bei der Namensgebung habe ich mich eben verklickt und bin auf meine Aufnahmetasche gekommen. Und dann nehmen wir noch den Epicness. Braucht ja immerhin irgendwen, den man in die Flammen rennen lassen kann. Zuspielen wir auf Easy, weil auf Normal wäre ich wahrscheinlich schon eben im ersten Abschnitt tot und es wäre so ein bisschen langweilig. So. Ich werde wie immer eine Galaxis machen und dann cutten. Dazu ist es so, ich wollte ja so viele Videos wie möglich machen und während ich eben irgendwas render, kann ich FTL aufnehmen. Das ist ziemlich praktisch. Und der FTL an sich wird relativ schnell gerendert, weil ihr könnt euch ja denken, dass es nicht hohe Renderanforderungen braucht. Weil Battlefield Video, das rendere ich natürlich ganz, ganz anders wie ein FTL Video. Naja, jetzt springen wir erstmal am Anfang so ein bisschen oben rum, in der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Ja, ich durchsuche gerne Asteroidenfelder. Da fehlt mir zwar ein bisschen Leben, aber vielleicht findet man was. Vier Fool. Jetzt mal Glück. Ich gehe meistens auf Risiko. Ich gehe mal auf meistens. So, jetzt springen wir nochmal zurück. Wir haben ja momentan mehr als genug Fuel. Da können wir das machen. Und da haben wir auch schon den ersten Gegner. Die wollen abhauen. Nein, nicht mit mir. Dann werden wir wohl erst den Schild kaputt schießen und danach die Burstlaser, muss dazu sagen. Die Rakete fliegt zwar vom Burstlaser los, aber der Burstlaser kommt vorher an, weil er schneller fliegt. Also ist es zu empfehlen, zu warten, bis die Rakete eingeschlagen hat. Verdammt, sie hat dem verfehlt. Und dann zu schießen, aus dem einfachen Grund. Ich habe übrigens meine Crew noch gar nicht zugewiesen. Weil jetzt habe ich, das ja gesehen, ich habe den Schild angegriffen und sozusagen die Hälfte meiner Schüsse an den Schild verschwendet. Obwohl der Schild eigentlich mit der Rakete ja umgangen wird. So, das ist natürlich ziemlich nervig, ohne Schild, ohne Waffe natürlich noch nerviger. So, jetzt können die gar nichts mehr tun. Jetzt können wir in Ruhe reparieren. So, Epicness schicken wir mal darüber zum Antrieb und Flemmy lassen wir einfach mal hier stehen. Dann würde ich mal sagen, von dem können wir uns verabschieden. Hoffentlich bekommen wir auch dementsprechend Scrap, damit sich das Ganze gelohnt hat. Ja, 12, aber die 3 Fools, das ist gut. So. Am Anfang bekommt man immer nicht ganz so viel Scrap, das ist gleich wieder repariert. Perfekt. Und die Schilde, denen sollten wir mal ein bisschen Energie zuweisen. So. Und solange hier keine Rebellenflotte kommt, können wir ja hier unten ein bisschen rumspringen. Wie erwähnt, wir haben ziemlich viel Fuel. Das bedeutet, wir können wirklich bis zum letzten Sprung hier rumhüpfen. Wie wir sagen, springen wir hier und dann können wir da oben weg. Wobei, wenn ich es so mache, könnte es riskant werden. Ah. Ich riskiere es. Ich hätte das jetzt ausrechnen können, ob ich das noch packe, aber naja. So, das ist schon ein guter Gegner. Das bedeutet, es gibt auch gut Scrap danach. Ich werde mir übrigens als erstes ein paar Waffen holen, bevor ich Schilde etc. aufrichte. Mit Waffen meine ich so Sachen wie, dass wir uns unsichtbar machen können. Also Cloaker heißt das, glaube ich. Oder eben Truppenteleporter. So, ihr Schild stand, jetzt können wir auf die Waffen gehen. Naja, wenigstens eins hat getroffen. In dem Fall müssen wir jetzt halt nochmal die Rakete verschießen. Ich mache das zwar ziemlich ungern. Aber wenn wir das nicht tun, könnte sein, wir kriegen es auch minimal aufs Maul. So, da fällt mir ein, Epicness, der soll hier sowieso nicht rumhocken. Der soll eigentlich bei den Waffen sein. Natürlich wäre es praktisch gewesen, wenn er oben rumgegangen wäre, aber naja. Nein, ihr haut jetzt nicht ab. Verdammt, da habe ich natürlich die Türen offen gelassen.
24 Scrap, naja, es hat sich mehr oder weniger gelohnt. So, falls ihr irgendwelche Micro-Lags seht, das liegt halt eben daran, weil ich nicht mehr erinnere. So, den haben wir mehr oder weniger gut besiegt, jetzt mit ein bisschen mehr Schaden als gewollt, aber wir haben dementsprechend Scrap bekommen. Mein zweiter Schild, der lohnt sich halt doch ziemlich oft. Mir sind jetzt erstmal so Sachen wichtiger, dass ich die Türen upgrade oder ähnliches. Oder ähnliches. Manchmal rede ich ein bisschen undeutlich, habe ich schon festgestellt. Einfach die Türen upgrade, dass wenn zum Beispiel hier Aliens reinkommen, damit ich sie ersticken lassen kann. So. Wenn wir jetzt dahin gehen, dann passt das. War doch gut, dass wir es riskiert haben. Nein, kapitulieren natürlich nicht. Vor allem nicht bei Sklavenhändler. Hallo, wer sind wir denn? So. Rakete, komm und treff dieses Mal bitte. So. Schilde sind down, jetzt können wir auf die Waffen gehen. Perfekt. Okay, die sind weg. Außer sie kapitulieren jetzt. Beziehungsweise sie fliehen jetzt, aber das denke ich nicht. Können nebenher gemütlich die Türen reparieren. Ja, und die Gegner die zuverlässige Burst Laser 2 abbekommen. Drei Fuse, eine Missile, 27 Scrap, das passt. Vor allem Fuel haben wir diesmal ziemlich viel, das ist mir letztes Mal ausgegangen. Warte, Flemmy war der für... der war für ein Schild. Das war für die Waffen. Irgendwie sowas, ja. So, und dann können wir eigentlich auch schon weiterspringen. Jetzt muss ich überlegen. Egal, springen wir verdammt an. Das riskiere ich jetzt nicht. Aber wir sollten unbedingt mal einen Store aufsuchen. Nee, ich kann keine Drohnenparts verkaufen. Ah, perfekt, Store. So, jetzt ganz wichtig erst. Also nicht erst blind reparieren und alles, sondern erstmal gucken, das Angebot an sich. Drone Control, sowas ist immer gut. Aber jetzt am Anfang lohnt sich das eher weniger. Crew Teleporter sowieso noch weniger. Das bedeutet, wir fixen jetzt erstmal. Kaufen Raketen voll. Das haben wir genug. Und dann gönnen wir uns mal was. Und zwar, ganz wichtig finde ich, und vor allem kostet es ziemlich wenig, sind extra Türen plus extra Power. Extra Power wird nicht für die Türen benötigt, sondern hier für den Antrieb. Und es passiert eben relativ häufig, dass ein bisschen Energie ausfällt. Dann ist es immer besser, wenn man ein bisschen was über hat. So, jetzt extra Schild lohnt sich nicht, weil wir beide kaufen müssen, dass das irgendwie Wirkung zeigt. Und ich denke, bis jetzt sind wir dann schon mal ganz gut ausgerüstet mit dem, was wir haben. So, die Stress hier unten. Da gibt es immer so kleine Events, die sollte man nicht meinen, da sollte man hingehen. Ah, verdammt, nee, wenn wir da jetzt Epicness sind, da kriegen wir dann wahrscheinlich was. Nur das Problem ist eben... Ich will ungern meine Crewmember verlieren. Also wenn ich jetzt 5 Stück hätte, würde ich da immer einen rüberschicken, weil da bekommen wir echt gute Sachen zurück zum Teil. Wir greifen die an natürlich. Hallo? Was sind wir denn hier? Nicht zum Spaß. Ich gebe mich doch nie mit 15 Scrap zufrieden. Ich habe gerade eben 80 ausgegeben. Zumal diese Scouts hier sowieso nicht stark sind, wobei die hier schon. Verdammt. Egal. Wie viel Raketen haben wir? Ja, da. Die wollen ja nicht fliehen, dann können wir mal noch warten. Vielleicht brauchen wir die Raketen noch, deswegen deaktiviere ich sie jetzt ja nicht. Mal sehen. Ach komm, jetzt geben wir ihm doch noch einen Gnadenstoß mit der Rakete. Hm, was? Der überlebt? Naja. Hat doch mehr Leben als erwartet. Perfekt. Was haben wir denn bekommen? 22 Scrap, okay, ja. Wir hätten uns auch mit der 15 zufrieden geben können und hätten uns dafür die Raketen gespart. Aber naja. Bis jetzt läuft es aber noch allgemein eigentlich relativ gut. Nein, wir werden nicht kapitulieren. Versteht's doch. Habe ich eine französische Flagge auf meinem Schiff? Nein, also versucht's nicht jedes Mal. Ah, schrecklich. Okay, in dem Fall sollten wir die Drohnen ausschalten wie die Waffen, weil die Drohne kann sehr viel Schaden anrichten, wenn man das Schild unten ist. Okay, jetzt sind wenigstens die Drohnen unten, aber ich sehe schon,
Wir verfehlen relativ häufig, das ist gar nicht gut. Oh, oh. Schlecht sein. Okay, da unten war es nicht so schlimm. Surrender is no option. Müsst ihr euch immer merken. Aber es bringt ihm auch nichts, weil er kann mit diesem Laser nichts anrichten, solange meine Schilde oben sind. Jetzt ist noch schnell auf die Antriebe. Ich meine, es wäre eigentlich egal gewesen, wo ich hingeschossen hätte, aber ich ziehe da immer sicherheitshalber noch auf die Antriebe. Und 30 Scrap, das lohnt sich auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir aber ins Exit reinspringen. Und hier, die bieten uns ihre Hilfe an. Wir bekämpfen sie. Ja, warum tue ich das? Es ist zwar jetzt moralisch irgendwie so ein bisschen böse, Leute, die einem helfen wollen, anzugreifen. Zumal die es eigentlich nur gut mit uns meinten. Okay, sie wollten unser Geld, aber ja, wisst, wie ich es meine. Aber es geht mir um den Scrap, den ich da bekomme. Auf den Antrieb sicher ist sicher. Weil wenn jemand Kapitulation anbietet, dann fliegt der meist auch kurz danach. Ihre Waffen können uns nicht ganz so viel Schaden anrichten. Perfekt, unser Schild hat sich schnell genug wieder aufgebaut. Mal sehen, ob sich das gelohnt hat im Endeffekt. 20 Scrap, eine Rakete. Doch, ganz in Ordnung. Dafür sollten wir uns jetzt echt schon einen zweiten Schild. Komm, den machen wir jetzt. Plus zwei davon. Und jetzt können wir den zweiten Schild aktivieren. Perfekt. Mehr, also höher wie zwei Schilde, würde ich jetzt am Anfang nicht gehen. Aber ich denke, bis jetzt war es relativ erfolgreich. Wir haben immerhin ja schon ordentlich was gesammelt. Haben schon unsere Schilde geupgradet, unsere Türen, haben ordentlich was an Scrap bekommen. Haben noch mehr als genug Fuel und unser Schiff ist auch nicht unbedingt beschädigt. Also bis jetzt läuft es noch ganz gut, aber das war es dann auch schon mit dem ersten Part. Wir sind immerhin am Ende. Naja, dann hoffe ich, dass dieser Part euch gefallen hat. Der nächste folgt wahrscheinlich noch am selben Tag wie dieser. Mal sehen. Also bis dahin. Ciao, Leute.